Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. Fischerei. Lagern Sie hier Nahrungsmittel. Das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Rob. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit.
Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde.
Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig! Thank you.
Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Habt ihr gehört? Was sind das für Zeichen? Was zur Hölle? Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Irgendwie da durchkommen.
muss die anderen Teile lockern. Lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Komm schon. Thank you.
Mhm.